Herzlich willkommen zum zweiten Duell der Gruppe B. Team YOLO Swag No Homo. Ja, das ist kein Witz. Versus Team Dream Draw. Und bei letzterem eröffnet Didi Reckless mit Satellaritter. Gut, dass die Satellaritter so unbeliebt sind. Und gut, dass er mit Sirius eröffnet. Wenn man nichts anderes hat. Wie auch immer. Jeff mit dem Tachyon-Drache, der gleich wieder auf die Hand zurückgeballert wurde. Und jetzt Shintoras, oder Sintoras, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mit dem Bären, dessen Effekt verpulvert wird. Supi. Und dann gleich der Doppel-MRT. Läuft. Oh, jetzt wird's gemein. Mhm. Ich kuriere. Konter, Konter? Echt jetzt? Ist eine Alternative. Extra, wahrscheinlich extra gegen Wiretap. Wahrscheinlich. Nicht, dass man da selber Wiretap oder Bestechung spielen könnte. Und hier ist, naja, ist die Spielmarkenarmee. Konter ist natürlich gegen Wiretap eil. Ja, aber auch nur dagegen. Weil Angriff annullieren spielt heutzutage ja kein Mensch mehr. Ja gut, und gegen Blackhorn und gegen Ernste Warnung. Ja, sind genau drei Fallen. Wiretap ist gegen jede Falle und Bestechung gegen jede Falle und jede Zauberkarte. Ich habe ja nie behauptet, dass die beiden nicht durchaus auch ihre Vorzüge hätten. Ich sag nur, wofür Konter auch gut ist. So, diesmal Bär mit Tanky gespielt und dann gleich die nächste Tanky geholt. Und damit auch mal rumgerissen. Also das Duell sieht ein bisschen ausgeglichen aus als die letzten aus Gruppe A und so. Weil die waren ja minimal kurz und so. Tanky jetzt für Bärseffekt rauszuknallen, ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Und das Feld ist mal wieder leer. Supi. Hat Trival einen neuen Skin bekommen? Ja, sieht so aus. Der ist neu. Hey, fällt dir gerade was Fix auf? Sternritter und Wandelsternritter. Wir nehmen das gerade nach dem neuesten Update auf, möchte ich kurz sagen. Was mich da gerade extrem wundert. Warum zur Hölle hat das Replay nicht zerschossen? Man muss den bei der FPO ja fast schon ein Lob aussprechen. Wow. Sie haben es echt geschafft. Nach einem Update. Ihr lobt den Tag nicht vorm Abend. Das ist erst das erste Replay nach dem Update. Nein, das zweite. Ja. Aber Wandelsternritter und Fixsternritter. Das ist doch. Das tut weh. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich hab mich schon immer so gefreut, dass endlich mal wieder ein schönes Thema mit einem schönen Namen kommt und dann. Death Pro, please. Wie auch immer. Mit Deltaros jetzt einigermaßen die Feldkontrolle gewonnen, beziehungsweise so ziemlich total. Nee, jetzt nicht gleich. Was hat der da noch alles verdeckt? Eine ganze Menge. Nein, ich meine, das ist Real Life. Ein schwarzes Loch zum Beispiel. Und magische Störung. Wow. Das Blackhorn-Hex. Oh. Hallo Wolken und hallo Photonendrache. Und das war eine gemeine Kombi. Pinpoint Guard. Warum ist ausgerechnet Vega? Mangels Alternative oder wieso? Es gab sonst keinen vernünftigen Sirius, hätte nichts gebracht. Und Vega hat was gebracht, oder wie? Oh wow. Banalster Kill ever, oder? Aber gut, wieso nicht? Und da immer anmerken, der lebendig heimkehrende Krieger, ernsthaft. Tja, Jochen. Ja, eindeutig Jochen. Also in dem Duell hatten wir so ein paar WTF-Karten. Konter, magische Störung, Über magische Störung, die Karte ist, die ich am allerwenigsten nachvollziehen kann. Richtig. Aber du gehst da bei minus 1. Ernsthaft jetzt? Und solange man halt nicht. Bei Bestechung geht der Gegner plus 1. Da kann man wenigstens Zauber und Fallen wegschmeißen. Dann doch lieber noch Wiretap. Naja, wie auch immer. So viel dazu, bis zum nächsten Duell. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.